Ey Leute, was geht denn bei euch? Hier ist wieder euer Crazy Memphis von Let's Play Crazy Games. Ja, lang ist her, aber doch wiedererkannt, hoffe ich doch. ja, ich wollte eigentlich nur Bescheid sagen oder mal ein bisschen Info geben nochmal, dass es noch länger dauern wird, als ich doch geplant hatte mit den Let's Plays. Heißt Dark Souls und etc. Tut mir auch wirklich furchtbar leid, aber ich bekomme es einfach nicht hin, mein PC, vernünftig aufzurüsten. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, dass ich mir dann die nächsten Monate, wie gesagt, es wird noch ein bisschen dauern, mir dann halt einen komplett neuen PC kaufen werde, der dann auch von der Qualität her das alles so machen soll, wie ich das auch möchte. Und ja, darum geht es eigentlich. Das zweite ist, was ich eigentlich nochmal anfragen will, was ihr so von der neuen Xbox One haltet. Nicht nur von dem Gerät selber, sondern von den Features. Und was ihr davon haltet wegen dieser Gebrauchtspielsperre. Beziehungsweise, es wird ja dann so sein, dass man dann das Spiel auf seine Box wohl komplett installiert und sich dann wohl auf dem jeweiligen Profil registriert. Und wenn ich mir dann, oder wenn ich dann dem Kollegen das Spiel ausleihen möchte, dann kann er das zwar spielen, aber er muss dann, wenn er das Spiel spielen möchte, eine gewisse Gebühr bezahlen. Und diese gewisse Gebühr, so hat, das habe ich heute Morgen mitbekommen, das soll wohl so sein, dass diese Gebühr der Vollpreis des Spiels sein soll. Heißt, es wird halt, wie gesagt, keine Gebrauchtspiele mehr so in dem Fall geben. Und ja, da wollte ich mal wissen, was ihr davon haltet. Und möchte ich mal gerne eure Meinung wissen. Lasst mal ein paar Kommis da oder schreibt Nachrichten oder, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall eine Diskussion wert, weil ich finde, Leute wie mich wird es dann, ja, also ich werde dann kaum noch zocken, jedenfalls sowieso nicht mit der Xbox One, wenn diese Gebrauchsspielsperre kommt. Denn bei mir ist es wirklich so, ich kaufe mir ein neues Spiel, spiel's durch und wenn ich es dann durch habe, verkaufe ich das Spiel und mit dem Geld, mit dem jeweiligen Geld davon hole ich mir dann ein neues Spiel, beziehungsweise stock das mit dem Geld auf für das neue Spiel. Und das wird es ja dann in dem Fall so nicht mehr geben. Und das finde ich halt ein bisschen blöd. Was dann auch noch hinzukommt, sind so Gebrauchtspielläden. Was mir dann so eingefallen ist, das ist dann eigentlich, ja, der Existenzkill für diese Läden. Denn gerade diese An- und Verkaufläden bestehen ja eigentlich aus Gebrauchtspielen mehr oder minder. Und ja, ich finde es, wie gesagt, eine große Sauerei. Sie wollen damit ja erreichen, dass man auf jeden Fall dann eine bessere Spielqualität bekommt. Das heißt, dass sie dann das Geld angeblich in das Spiel reinballern, dass die Spiele dann besser werden sollen. Aber ich finde es, wie gesagt, trotzdem blöde. Denn es ist ja auch mal so, wenn man ein Spiel oder wenn man sich nicht sicher ist, ob das Spiel gut ist und man möchte sich das erstmal ausleihen, um zu gucken, ob es einem selber gefällt. Das geht ja nicht mehr. Das ist alles, ja, mal ganz auf Deutsch gesagt, das ist für den Arsch. Und ja, wie gesagt, ich möchte gerne mal wissen, was ihr davon haltet. Lasst mal ein paar Kommis da und ja, wäre auf jeden Fall schön. Ja, wie ihr wisst, oder wie ihr mit Sicherheit mitbekommen habt, das Spiel im Hintergrund ist Battleblock Theater, ein Xbox Live Card Game. Und macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Man kann es im Koop spielen, auch alleine. Es ist ein Jump-and-Run-Rätselspiel, kann man so sagen. Man muss halt diese grünen Diamanten einsammeln und dieses zusätzliche Plus, dieses Wollknäuel. Und wenn man das dann halt geschafft hat, dann kann man halt ins Ziel gehen und dann geht's halt weiter. Ja, falls ihr mal Bock habt, das mitzuzocken, könnt ihr euch auch natürlich gerne bei mir melden. Man kann es, wie gesagt, im Koop spielen. Ich bin gerne dafür offen. Mir fehlen sowieso noch ein paar Koop-Level. Und ja, wäre auf jeden Fall mal ganz cool. Und würde ich sagen, wir sehen uns dann oder hören uns dann zum nächsten Let's Play. Wie gesagt, es wird noch eine Weile dauern. Falls noch irgendwas zwischendurch kommt, werde ich euch dann nochmal Informationen geben. Irgendwie jedenfalls. Und dann wollen wir mal schauen, wie das weitergeht. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Mein Gott, Versprecher for the win. Ja, danke euch fürs Zusehen. Und bis dahin, ciao, ciao, euer Crazy Memphis. Oh yeah.
Warum Eishaugen? Numero uno. That one's going on the fridge.